Hallo liebe RWO-Freunde. Willkommen zu Underdog TV, das Magazin, heute mit einer Sonderausgabe. Leider können wir euch immer noch nicht bewegte Bilder von einem Spieltag zeigen. Auch das morgige Spiel in Verl fällt leider dem Wetter zum Opfer. Heute präsentieren wir euch die Pressekonferenz von RWO in voller Länge. Viele wichtige Informationen wurden heute hier präsentiert. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Marker, die wir für euch gesetzt haben. Damit könnt ihr zum jeweiligen Thema in dieser Pressekonferenz springen, wenn ihr gewisse Themen überspringen wollt. Wir wünschen euch viel Spaß und bis demnächst. Auch. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Pressekonferenz. Wir hatten das vorgestern mit einem Newsletter rausgeschickt, die Einladung zu der heutigen Veranstaltung. Da ist auch dann schon viel spekuliert worden. Ganz lustig immer, wenn man das mitbekommt. Viele haben auf diese Pressekonferenz, auf die Erläuterung und Zukunftsplanung des Vereins gewartet. Schon viele Wochen gewartet, aber es gab einige Hausaufgaben, die zu erfüllen waren. Und deshalb darf ich das Wort zunächst mal an den Aufsichtsratsvorsitzenden richten, Herrn Gieske. Herr Gieske? Ich habe das Wort. Sie haben das Wort und ich glaub, ich auch das Mikro, die Staffelstaffel. Brauchen wir Mikro zwingend? Oder? Ja, ich glaub, wegen Aufzeichnung. Für die Kamera. Nur für die Kamera. Ja, meine Dame, ich glaube eine Dame haben wir hier. Meine Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Pressekonferenz. Wir haben die spielfreie Zeit in der Winterpause sehr intensiv genutzt, um eine komplette Bestandsaufnahme des Vereins Rot-Weiß Oberhausen durchzuführen. Komplette Bestandsaufnahme heißt natürlich insbesondere finanziell und wirtschaftlich, allerdings nicht nur, sondern mit unserer sportlichen Leitung, mit unserem Cheftrainer auch sehr intensiv den Sportbereich durchleuchtet. Das war anspruchsvoll. Wir werden Einzelheiten Ihnen gleich mitteilen. Darüber hinaus haben wir dann aber gesagt, ist ja schön, dass wir jetzt diese Bestandsaufnahme haben. Das reicht aber nicht aus, denn wir brauchen jetzt eine klare Zielsetzung. Wir brauchen klare Konsequenzen aus der Bestandsaufnahme und das sowohl auch finanziell wie sportlich. Insofern, wir haben hier und da mal gehört, wir hätten keinen Plan, wir hätten keine Strategie. Das ist mit ein Grund, warum wir heute diese Pressekonferenz mit Ihnen machen, um Ihnen klar aufzuzeigen, wir haben sehr wohl einen Plan und wir haben eine Strategie, nicht langfristig, nicht 2030 war unser Fokus, sondern 2015 war unser Fokus, weil wir das ein Stück weit jetzt einschätzen können und weil wir die entsprechenden Maßnahmen dann jetzt auch einleiten müssen. So, und wie das konkret aussieht, das werden wir Ihnen jetzt in den nächsten Minuten vorstellen. Ja, und wir haben die ganze Pressekonferenz mal gegliedert in vier Punkte. Sie sehen das hier auf der Leinwand, Einblick in die aktuelle finanzielle Situation. Da wird unser Präsident Herr Sommers gleich was zu sagen. Dann geht es um das sportliche Zukunftskonzept. Sie sehen auch die Herren aus der sportlichen Leitung hier. Herzlich willkommen auch von dieser Seite. Dann geht es um das Thema Heimat. Heimat ist ein wichtiges Wort, ist wieder total aktuell und es geht um die Heimat natürlich von RWO und dann werden wir auch noch einen Ausblick geben, Herr Gieske hat es eben gesagt, nicht bis 2030, also weit kann man als Fußballverein auch nicht planen, aber zumindest so die nächsten zwei Jahre und deshalb darf ich jetzt das Wort im Hinblick auf die Finanzen direkt an Hajo Sommers geben, der Ihnen einfach mal schonungslos auch offenlegen wird, wie die finanzielle Situation unseres Vereins aussieht. Ich denke mal, das ist auch einmalig, weil so offen wird sicherlich nicht überall kommuniziert. Deshalb, Hajo, jetzt das Mikro an dich. Erstmal herzlich willkommen auch. Also, dass ich es mache, wir haben uns da im Vorstand drüber abgestimmt, weil eigentlich müsste der Finanzvorstand ja machen und so und auch zur sportlichen Abteilung werde ich gleich was sagen. Danach bestehen, wir würden es gerne erstmal durchgehen und danach könnt ihr gerne fragen, wenn da Fragen sind, was ich glaube. Ich gebe mal einen vorweg. Wir haben uns hier getroffen unter anderem und nicht drüben im Presseraum, weil das, und das sehen wir gleich noch bei unserer Perspektive, unsere Zukunft ist. Also im Prinzip sitzen Sie alle in unserer Zukunft und im Teil unserer Zukunft mit rum. Ich gebe noch einen vorweg. Wir werden begleitet. Wir haben auch, also die finanzielle
Situation nicht alleine uns angeguckt, sondern mit Hilfe der Sparkasse. Und wir haben seit November eine Begleitung durch eine Fachfirma, die auch nichts anderes macht und das schwerpunktmäßig auch für den Fußball macht. Das heißt, das, was wir jetzt hier verkünden, haben wir uns nicht ausgeknobelt alleine, sondern ist durchaus mit Sachverstand passiert. Wie wir alle wissen, darauf müssen wir nicht ganz lange drauf rumreiten. Wir haben einen Abstieg gehabt von der zweiten Liga in die dritte, von der dritten Liga in die vierte. Das ist für einen Verein in der Größenordnung wie Rot-Weiß Oberhausen und ich glaube aber auch für jeden anderen Verein, egal wie viele Zuschauer er hat, kaum zu verkraften. Das heißt, es mussten Einsparungen vorgenommen werden. Wir sind in die jetzige aktuelle Saison gestartet mit einem Loch, mit einem Defizit von 650.000 Euro. Das ist bei unserem Gesamtetat, den wir haben, von 2,6 Millionen ist das ein heftiges Loch. Das muss man einfach so sehen. Dieses Loch, da kann man fragen, Vorstand, war dir doof oder so ähnlich? Dieses Loch ist entstanden durch Vorgriffe auf Sponsorgelder in der dritten Liga. Auch relativ einfach zu erklären, wir haben in der dritten Liga so lange, so weit unten gestanden, dass uns unsere Planung zusammengebrochen ist. Eine Planung machen sie am Anfang des Jahres, die wird immer ein bisschen nachgearbeitet, aber sie gehen von irgendwas aus. Spielen sie die ganze Zeit am unteren Tabellenende mit, kriegen sie definitiv weniger Zuschauereinnahmen, damit weniger Bierumsatz, weniger Cateringumsatz und auch im Prinzip weniger Spieltagssponsor und. Ein Fußballverein ist nun mal davon abhängig, dass der sportliche Erfolg da ist, ansonsten können sie planen, was sie wollen. Gleichzeitig haben wir mit 100.000 Euro an ganz Altverbindlichkeiten, die noch aus ganz, ganz alten Zeiten standen, haben wir 750.000 Euro platt gemacht. Aber die 100.000 mussten wir auch jetzt auf einen Schlag legen, die nicht im Plan waren. Im Prinzip war das ein Vergleich. Es waren Altforderungen von 750.000 Euro aus grauer Vorzeit, noch glaube ich auch aus Zeiten vor den Menschen, die hier jetzt verantwortlich sind für den Verein. Und im Prinzip ist es ja natürlich ein genialer Deal, 100.000 Euro bezahlen und 750.000 Euro Altschulden wegdrücken. Ja, sind aber 100.000 Euro weniger, die liquiditätsmäßig zur Verfügung stehen. Okay. Das ist ganz einfach. Also lassen wir mal ganz kurz zu erklären, wir laufen permanent Gefahr, dass wir bilanziell überschuldet sind. Und insofern war hier die einmalige Gelegenheit mit einem Betrag von 100.000, den wir eigentlich liquiditätsmäßig in dieser Saison gar nicht gehabt hätten, auch auf einmal das Thema bilanzielle Überschuldung für die nächsten Jahre mit einmal zu zerschlagen. Und diese Gelegenheit konnten wir gar nicht ausschlagen. Wenn man das Ganze nimmt, wenn man alles zusammenrechnet und dazu auch noch nimmt, dass wir jetzt sagen wir nicht so ganz erfolgreich in die Saison gestartet sind, wo wir von ausgehen, dass sich das jetzt alles ändern wird und das wird es, haben wir ein Delta von 650.000 Euro gehabt. Das war uns klar im November, Dezember schon. Wir haben die ganze Zeit dran gearbeitet. So, uns ist gelungen, von den 650.000 Euro genau 450.000 Euro im Laufe der letzten 3 Monate oder 2,5 Monate abzuarbeiten. Sprich, wir sind dahin gekommen zu sagen, wir haben neue Darlehen durch Vorstand, Aufsichtsrat, Wirtschaftsbeiratsmitglieder bekommen von 90.000 Euro. Langfristig. Langfristig, die langfristig über die nächsten 3 Jahre in kleinen Raten zurückzuzahlen sind. Wir haben weiterhin Spenden und zusätzliches Geld vom Vorstand, vom Wirtschaftsbeirat und so weiter gesammelt in Höhe von 80.000 Euro. Wir haben in der laufenden Saison zu dem Thema ca. 2,6 Millionen Etat in der laufenden Saison nochmal 150.000 Euro eingespart im laufenden Betrieb. Da geht es darum, dass wir noch einen Jugendbus, weil wir 3 hatten, gesagt haben, das brauchen wir nicht, Versicherungen gekündigt haben, den Mitarbeitern den Kaffee gestrichen haben. Die Spieler wissen selber, die Spieler zahlen bei uns mittlerweile, ihr zahlt alles selber im Endeffekt. Ist nicht mehr Kuchen und Kaffee, zahlt der Verein und ähnliches. Lauter Kleinzeugs, das wir da rausgenommen. Wir haben das Kleeblatt mit sofortiger Wirkung eingestellt, um die Druckkosten da zu sparen. Das ist ein Sammelsurium von vielen, vielen kleinen Dingen, die aber immerhin dann bis zum Saisonende 150.000 Euro ausgemacht haben. Da möchte ich noch mal kurz einhaken. Also die Leute müssen jetzt keine Angst haben, dass sie kein Kleeblatt mehr lesen können. Es wird natürlich als PDF-Download über die Internetseite zur Verfügung gestellt. Man kann sich da auch in den nächsten Wochen registrieren lassen und bekommt dann per E-Mail wie ein Newsletter diese
das Kleeblatt komfortabel nach Hause auf den Rechner geschickt und kann nach wie vor dann eben ganz normal dieses Kleeblatt lesen und sich auch ausdrucken, wer das mag. So, dann haben wir mit unseren Gläubigern gesprochen und haben im Augenblick langfristige Stundungen erreicht über bestimmte Dienstleister. Ich kann Norbert zum Beispiel nehmen, die Firma Contact hat auf das verzichtet, was sie eigentlich kriegen müsste und so weiter. Nochmal 120.000. Insgesamt 450. Nicht nur von uns, nicht, dass der Verlust. Nein. Nein, das wäre jetzt ein bisschen hart. Genau. 450. Wir sind auch da noch nicht fertig mit. Man muss sich das vorstellen, als wir abgestiegen sind, hatten wir Verträge durchaus noch an den Beinen, die man nicht einfach von heute auf morgen los wird. Das dauert. Als wir aus der zweiten Liga kamen, da war der Etat, wenn man das mal so vergleicht, noch so groß, dass wir zum Beispiel Diensthandys hatten für die Mitarbeiter. So ein Handyvertrag dauert ein Jahr, bis du ihn ausgeben kannst und. Das heißt, wir bauen immer weiter ab. Insgesamt, das muss man sich auch vor Augen führen, wir hatten in der dritten Liga ein Etat von 5 Millionen Euro zur Verfügung. 5 Millionen. Das war richtig heftig. Der Etat ist als wir abgestiegen sind, auf 2,6 Millionen Euro jetzt in der jetzigen vierten Liga zurückgeschrumpft. Das ist ja nicht nur einfach Geld, was auf einmal nicht mehr dasteht, sondern das ist auch Geld, wo du Dinge mitgemacht hast. Also Mitarbeiter mitbezahlt hast und ähnliches. Wir haben nach und nach, das kommt hinzu, die Mitarbeiter ja auch runtergeführt. Das heißt, wir haben auf der Geschäftsstelle für einen Fußballclub, der eine A- und B-Jugend-Bundesliga hat, der eine U23 in der Oberliga hat, eine Masse Unterbau hat, da kommt man ja mal zu, der auch so gewünscht ist, haben wir immer weniger Leute, die da arbeiten für. Also wenn Überstunden bezahlt werden würden bei uns, dann wären wir pleite. Wenn wir gewerkschaftlich, tarifrechtlich richtig bezahlt würden, alle, also die Mitarbeiter, wir so nicht, dann, das ging gar nicht. So, das Ganze haben wir peu à peu, das zweite Jahr hintereinander, schön runtergeschraubt. Ohne, nach unserer Meinung, dass die Gefahr bestand, dass alles zusammenbricht. Wir haben gleichzeitig im Jugendbereich so gut wie gar nicht gespart, um da auch die Trainerqualität zu halten, um gerade der B-Jugend, die ja plötzlich und unerwartet eigentlich aufgestiegen sind, kam ja auch noch hinzu. So, die Kosten da haben sich immer mehr erhöht, gleichzeitig sind wir aber bei den Einnahmen immer weiter abgebrochen, logischerweise. Vierte Liga, ganz unten, wer will das? Auch die U23 ist aufgestiegen, was eigentlich keiner so auf dem Plan hatte. Ja, und die U23 ist natürlich die billigste U23, die ihr in der Oberliga findet. Das wird sie sein, nachweislich. Aber es entsteht trotzdem ein Apparat, ein Kostenapparat. Wollen wir einen Jugendbereich weiter finanzieren? Wollen wir ihn so halten, weil es die Zukunft gleich beim sportlichen Konzept und unsere Zukunft ist, also zurück zu den Wurzeln ist, dann müssen wir einen gewissen Standard halten. Die 200.000, die jetzt Defizit sind, die wir uns diese Saison noch fehlen, das hört sich jetzt, sagen wir mal, extrem an. Erstens haben wir schon Zeiten erlebt, da fehlte uns mehr als das. Das muss man einfach sehen. Zweitens, zeig mir mal im Augenblick einen Fußballverein, der nicht da sitzt. Also ich nehme mal jetzt Viktoria Köln raus und vielleicht noch zwei, drei andere. Oder in der dritten Liga sitzt, der nicht ein Loch hat von 200.000 zu dem Zeitpunkt oder höher. Das ist so. Die Frage kann nicht sein, können jetzt alle wieder heulen? Also typisches Ruhrgebietsphänomen, also eigentlich ein Oberhausener Phänomen. Wir setzen uns alle hin und sagen, geht nichts mehr. Fertig. Aus. Nikolaus. Dann hätten wir uns aber auch schon hinsetzen können im November, als 650 waren, sagen, aus. Nikolaus. Das geht nicht. 200.000 sind bringbar. Und deswegen sitzen wir auch hier, weil unsere Aufforderung ist, wir haben einen Großteil gemacht. Wir werden auch weiter dran arbeiten. Es werden immer noch Gespräche geführt mit Sponsoren für nächstes Jahr, für jetzt noch und. Wir versuchen mit allem Mann seit Monaten jetzt und Wochen jeden Euro einzusammeln. Und das ist jetzt ein ganz offizieller Aufruf. Der offizielle Aufruf, um einen Punkt zu bringen, heißt, die 200.000 müssen rein. Wir nehmen Darlehen, wir nehmen Spenden, wir haben gleich noch eine Trikotaktion, wird der Norbert vorstellen. Kann mir auch jemand einen Umschlag in den Briefkasten schmeißen, wenn da allerdings bereit steht, wo das Geld herkommt. Da lege ich im Augenblick sehr viel Wert drauf. Das ist unser Anliegen in dem ganzen Ding. Wir werden, und das ist auch relativ klar,
versuchen, nicht dem Jugendbereich und der U23 und allem unserem Nachwuchs irgendwas zu entziehen. Wir werden auch da ein bisschen reduzieren, das tun wir. Aber wir versuchen das so weit als geht aufrechtzuerhalten. Wir sehen hier ja schon auch die Zahlen für die kommende Saison 2013, 2014. Und wie Sie sehen, ist der Etat nochmal um weitere 100.000 Euro gesenkt worden. Das tut sicherlich weh, weil natürlich schon ganz vieles total ausgequetscht ist und man einfach da jetzt auch Abstriche machen muss. Wir werden natürlich auch im sportlichen Bereich hauptsächlich erfolgen. Dazu werden wir gleich noch Frank Kontny und Peter Kunkel hören und Dirk Langerbein. Das ist sicherlich ein Etat, den man stemmen kann. Aber es ist natürlich weiterhin gefragt oder es muss weiterhin auch gespart werden und jeder Euro muss umgedreht werden. Die 2,3 Millionen, die der Etat jetzt für nächstes Jahr ist, wir sind hingegangen und haben gesagt, pass auf, wir haben das und das als Loch, also 200.000 für dieses Jahr. Für nächstes Jahr ist realistisch, ein Etat von 2,3 Millionen zusammenzukriegen. Wir haben nicht dahin geschrieben, was wir brauchen. Brauchen können wir auch 7 Millionen. Das ist das, womit wir arbeiten können. Und da wollen wir raus. Es ist einfach so, mit den Darlehen, mit den Stundungen, die wir nächstes Jahr auch abzahlen werden müssen, da sind 200, von den 2,3 Millionen sind 200.000 Euro nur für Darlehen und Zinsen drin, die wir zurückführen. Die stehen uns gar nicht zur Verfügung für den Kader oder für irgendwas. So, dass wir in dem Jahre danach, nämlich in der Saison 14-15 sagen können, okay, wir haben keine Vorgriffe gemacht, das wollen wir jetzt schon nicht auf die nächste Saison. Sponsorenvorgriffe, da haben wir ganz lange jetzt die letzten 2 Jahre mitgelebt, deswegen hängen wir so am Fliegenfinger, sondern versuchen das jetzt sauber auf eine Null zu bringen sozusagen, also auf ein Minus, aber eins, was uns nicht den Hals umdreht, im nächsten Jahr das zurückzuführen, sodass wir 14-15 in der Saison relativ sauber dastehen. So sauber, wie das für einen Fußballverein in der vierten Liga gehen kann. Das wäre die Absicht des Ganzen. Wir haben uns da sehr oft drüber unterhalten, wir haben alles von vorne links gedreht und wir werden auch in der kommenden Saison, was der Norbert gerade meinte, nochmal 100.000 einsparen. Das geht nur noch, indem wir weiter noch Zulieferer knechten und auf Goodwill angewiesen sind von den Leuten, die jahrelang mit uns schon arbeiten. Alle fragen sich jetzt natürlich, wie geht das sportlich konform? Wie sieht das sportliche Konzept aus? Der Hajo hat es in seinen einführenden Worten auch schon gesagt, dass wir heute hier sitzen im Nachwuchsleistungszentrum. Hat auch sicherlich einen symbolischen Charakter, weil das ist die Zukunft. Und ich denke mal, der Verein kann gar nicht anders, als in Zukunft wieder noch stärker auf die Ausbildung von jungen Talenten zu setzen und viele junge Talente an die erste und die zweite Mannschaft heranzuführen. Wir können es ja einfach einen Punkt bringen. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Wir kamen mal aus der Oberliga in die Regionalliga, waren hier sehr ich sag mal, rund um die Emscher, rund um die Ruhr irgendwie angesiedelt, haben mit unseren eigenen Leuten oder was aus der Gegend kam gespielt. So, wir sind irgendwann in die zweite Liga gekommen, das haben wir auch noch gemacht. Und irgendwann ist ein Zeitpunkt gekommen, wo wir sicherlich, und den Fehler müssen wir uns dann alle, die damals da waren, anziehen, wo wir sicherlich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal noch da was holen und da was holen und da was holen. So, dann war die sportliche Situation irgendwann nicht mehr ganz so schön. Dann mussten wir einen neuen Trainer holen, dann mussten wir einen neuen Spieler holen, in der Winterpause nochmal einen Spieler holen. Da ist ja auch in der zweiten Liga schon eine Masse Geld liegen geblieben oder rausgegangen. Fehler, gar klarer Fehler. Das weiß ich, das weiß Herr Thorsten, das weiß Herr Hartmut, wir wissen es alle im Nachhinein. Weil als wir vom Rathaus kamen, waren wir schlauer. So, auch das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir haben uns hingesetzt mit dem Vorstand, Aufsichtsrat und haben gesagt, pass auf, was wollen wir? Was wollen wir eigentlich wirklich? Was wollen wir nach Abgang Basler? Also genau mit dem Cut jetzt. So, und das, was wir wollen, ist das, was wir können. Und wir können nur von unseren eigenen Jugendlichen leben, wir können nur von unserem eigenen Nachwuchs leben und wir können noch eins, wir können nur auf diesem Bierdeckel, auf dem wir gerade spielen, gucken. Wir spielen nicht in Barcelona, wir spielen noch niemals in München. Also werden wir auch das für die Zukunft setzen. Das haben wir uns so auf die Fahne geschrieben, das haben wir uns gegenseitig reingeschrieben. Wir haben eine Chance, innerhalb der nächsten 3 Jahre wieder, ich sag mal ganz unverschämt sogar, aufzusteigen. Nur wenn wir mit unserem Spieler und mit dem, was die Jungs baut, was der Frank unten baut, was Peter und Dirk bauen, was unten stark ist, kann uns oben nur stärken. Wir haben mit Tom Kroll jemanden hochgeholt,
den mit 19 Jahren ins Tor geschmissen. So, der Satz, ich sage euch das ganz ehrlich, den Satz, den wir damals diskutiert haben, also auch dann mit Peter und Frank und mit Dirk, der Satz war, wir brauchen einen neuen Torwart, wir haben aber eigentlich nicht die Kohle. Holen wir jetzt einen Torwart von außerhalb, der Profierfahrung hat, zweite Liga, wirst du von den Fans in Ruhe gelassen. Du wirst in Ruhe gelassen. Irgendjemand, der schon mal Bielefeld, was weiß ich, gespielt hat oder sonst was, der halbwegs vertaucht. Schicken wir einen Torben Kroll ins Tor mit 19 Lenzen nach 3 Monaten U23 aus der A-Jugend raus und der patzt, dann heißt der Satz, Vorstand, habt ihr noch alle auf dem Zaun? Ihr könnt ja gar nichts. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, welches Spiel wollen wir? Lassen wir uns verhauen oder lassen wir uns nicht verhauen? Wir glauben an den Jungen, Frank, Peter und dir glauben an den Jungen und alle haben es gesagt und dann haben wir gesagt, gut, dann schmeißen wir es. Dann werden wir eben wieder verhauen. Sicherheitsdings gibt nicht. Und es geht gut. Wie lange? Toi, toi, toi. Aber er macht's gut. Wir haben mit den jungen Spielern, die wir, da könnt ihr gleich noch was zu sagen, mit den jungen Spielern, die wir jetzt nach oben ziehen, mit Förderverträgen und so weiter, versuchen wir gerade alles zu binden an den Verein, was nach der Meinung von Frank und Peter für den Verein auf Dauer gut ist. Worauf wir keine Lust mehr haben, sage ich auch ganz ehrlich, dass wir hier eine 1A-Ausbildung gerade in dem Bereich machen, ganze Zeit, und uns die, wenn sie so halbwegs gerade laufen können, irgendjemand kommt und sagt, jo, mein Name ist Schalke, kommst du mal rüber? Ja, komme ich gerne, Schalke ist toll. Und das war's. Also wenn sie uns nach der Arbeit, die wir im Jugendbereich leisten, dann doch irgendwo anders hingehen, dann muss aber jetzt Geld rauskommen. Wenn nicht viel, ist egal, aber es muss was kommen. Perspektive würde ich dann gerne jetzt gleich mal abgeben, dass ihr vielleicht mal noch mal kurz sagt, was wir uns vorstellen, wie die Kaderplanung ist. Auch das hat wieder mit Geld zu tun. Und Frank, vielleicht kannst du da mal zwei Sätze, Leder oder Hartmut. Ich kann noch ganz kurz was sagen. Ja, unser Präsi hat gerade gesagt, was wir so alles sicherlich im Nachhinein schief, was wir an Fehlentscheidungen hatten, gar keine Frage. Wer einen Doppelabstieg hinlegt in Bezug auf erste Mannschaft, der hat mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Auf der anderen Seite, Sie werden sich daran erinnern, als wir angefangen haben, Vorstand und Aufsichtsrat, haben wir verkündet, wir haben nur langfristig eine Chance, wenn wir konsequent auf die Jugend setzen. Übrigens, das hat sich in 8 Jahren unserer Herrschaft überhaupt nicht verändert. Überhaupt nicht verändert. Nur, verdammt, ja, Fluch der bösen Tat. Können wir noch mal einmal die Zahlen haben, die wir gerade hatten für die nächste Saison. Dadurch, dass wir jetzt eine erste Mannschaft haben in der 4. Liga, eine zweite Mannschaft in der 5. Liga, eine A-Jugend in der 1. Bundesliga, eine B-Jugend in der 1. Bundesliga, kostet uns alleine der Jugendbereich 650.000 Euro. Für einen Viertligisten 650.000 Euro. Mir ist nicht bekannt, dass es überhaupt einen Viertligisten gibt, wo die zweite Mannschaft eine Klasse tiefer spielt und beide Jugenden A und B in der 1. Bundesliga. Also insofern, wir waren hier verdammt erfolgreich, erfolgreicher, als wir uns das überhaupt vorgestellt haben. Nur wir müssen es auch finanzieren. Und wir werden, wenn es irgendwie geht, daran nicht sparen. Wir werden da unsere Zielsetzung konsequent auf die Jugend zu setzen, in den nächsten Jahren weitermachen müssen. Und zwar weitermachen müssen. Erstens, weil wir so erfolgreich waren und zweitens, weil es die einzige mittel- und langfristige Chance für den Verein ist. Da sich die 650.000 so extrem schön anhört und hoch anhört, es geht ja nicht um Gehälter. Das sind ja nicht Kosten, die entstehen, wenn man das Ganze hier am Leben halten will. Man muss sich vorstellen, hätten wir keinen Jugendbereich, schaffen wir den ab, auf einen Schlag, komplett, können wir darüber nachdenken. Wir haben sogar teilweise darüber nachgedacht, zwischendurch mal. Dann passiert etwas sehr Lustiges. Wir können Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle freisetzen, wir können die Fegerei hier halb einstellen, wir können das Putzen von allem hier einstellen und, was hinten dran hängt. Sparen wir, wenn wir den komplett machen würden, alleine in dem Verwaltungsbereich und so weiter, roundabout 250.000 Euro. Das kann man machen, wenn es gewünscht ist. Wir haben es wirklich so diskutiert, ob wir die U23 abmelden. Kreisliga irgendwo, zweite Mannschaft, wir spielen selber. Wir haben diskutiert, ob wir A- und B-Jugend aus der Bundesliga rausnehmen, weil Geld kostet. Und wir haben diskutiert, ob wir nicht alle unteren Mannschaften, die zweiten Mannschaften, die Jungjahrgänge wegnehmen. Einsparungen nur dann, wenn man den Jugendbereich dann trotzdem weiterlaufen lässt, 180.000 bis 200.000 Euro.
Das Problem ist, wir haben 5 Jahre jetzt im Prinzip daran gearbeitet, so weit zu kommen, um jetzt uns das wieder wegnehmen zu wollen. Geht nicht. Das ist unsere Zukunft, eine andere haben wir nicht. Und es ist für einen Viertligisten mit, wie sagt Herbert immer so schön, mit 2000 Zuschauern im Augenblick und 1200 Mitgliedern. Wer finanziert das? Das finanziert im Prinzip die Sponsoren und das geht nur über eine erste Mannschaft, die halbwegs erfolgreich läuft. Ansonsten, alle schreien, Jugendarbeit toll, ganz toll, muss man unbedingt haben, Jugendarbeit, für Jugend müssen wir investieren. In Zukunft, Merkel schreit dazu, glaube ich, ganze Zeit, oder von der Leyen war es. Natürlich, nur investieren tut ja keiner, weil Geld spielst du nur ein mit einer anständigen ersten Mannschaft. Die erste Mannschaft ist für uns und muss für uns dummerweise derjenige sein, der uns das Geld in die Ausbildung steckt. Sponsoren finden wir für den Jugendbereich, aber nicht in der Größenordnung, wie wir die brauchen. Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit jemandem, der sagte, dann machen sie einen Jugendbereich ganz klein, das können die anderen da auch. Hier, ich kenne mich ja aus, hier in Bottrop, die anderen auch nicht. Das kann aber nicht unser Anspruch als Rot-Weiß-Oberhausen sein. Da hängt das Problem. Okay, danke Ayo. Ich denke mal, das bringt jetzt auch so für viele ein bisschen Licht in das Dunkel. Viele haben ja da spekuliert, um Gottes Willen, was ist da, warum machen die eine Pressekonferenz? Und ich glaube, so wie du gesagt hast, 200.000 Liquiditätslücke bis zum Saisonende ist sicherlich kein Damoklesschwert, wo andere Vereine würden da wahrscheinlich Juhu schreien. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Lücke und die muss geschlossen werden. Du hast es ja schon gesagt, wir werden nachher nochmal zu dem Konzept kommen, wie wir das denn auch, wie wir die Lücke schließen wollen. Der Mann, der in den letzten Wochen sehr stark an der sportlichen Zukunft gearbeitet hat, ist Frank Kontny, der ist heute auch hier und Sie haben es ja alle vor einigen Tagen auch gelesen, dass mit Torben Gohl ein talentierter Torwart verlängert hat bis 2015 und der Frank führt, glaube ich, aktuell ganz, ganz viele Gespräche, die eben das untermauern, was Herr Giesko und Najo Sommers gerade gesagt haben, dass die eigene Jugend eigentlich die Zukunft des Vereins ist und vielleicht kannst du ganz kurz mal so auch ein bisschen Einblick in deine Arbeit geben der letzten Wochen. Ja gut, ich meine, wir bewegen uns jetzt in eine Zeit, wo der Verein bzw. die Trainer oder die sportliche Leitung sich nach einem halben Jahr mal einen Überblick verschaffen kann, verschaffen muss. Und deswegen sind da also auch permanent immer wieder diese Gespräche geführt mit U17, U19, U23 Trainer, in Verbindung natürlich immer mit dem Cheftrainer, mit dem Co-Trainer, um die Eindrücke zu gewinnen, um da gewisse Dinge natürlich nach vorne zu bringen. Und im Dezember und im Januar, wenn dann so die ersten konkreten Gespräche folgen, wo man dann sagen kann, welcher Junge packt den Sprung von der U17 in die U19, von der U19 in die U23 oder sogar von der U19 direkt in die erste Mannschaft, dann unterhalte ich die Trainer und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Struktur da aufzubauen, das geht nicht von jetzt auf gleich, wie ich damals vor 4,5 Jahren hier angefangen habe, spielte, glaube ich, die B-Jugend und die A-Jugend in der Niederrheinliga an 7., 8. Stelle. Die zweite Mannschaft spielte in der Landesliga an 8. Stelle. Von 20 Spielern waren 18 Ausländer. Keine Eigengewächse, kein gar nichts. Es kam nichts nach oben. Die einzigen beiden, die ich damals hatte, das war René Landers, das war Florian Abel, Kevin Luft. Und dann kam so peu à peu immer weiter, immer mehr Spieler nach vorne. Wir haben diesen ganzen Bereich über viele Monate, jetzt über 2,5 Jahre konkret nach vorne gebaut, mit der U19 in der Bundesliga, mit der U17 in der Bundesliga. Die Mannschaften, die Vereine werden aufmerksam, was hier in Oberhausen passiert. Die U23 hat einen richtig tollen Start hingelegt jetzt da in der Oberliga. Aktuell spielen bei uns 7 Mann in der ersten Mannschaft, die sind hier in der Jugend ausgebildet worden. Der Weg soll natürlich weitergehen und deswegen ist es für uns eigentlich auch sehr, sehr wichtig, dass jetzt Anfang Januar, im Februar diese Trainersituation geklärt wird in dem Bereich U15, U17, U19, U23, dass diese Leute, dass diese Kameraden natürlich genau wissen, dass es weitergeht, dass man da Sichtungen durchführen kann, dass die Gespräche laufen kann, dass man sich zusammensetzen kann. Alles das war in den letzten Jahren sicherlich ganz, ganz wenig.
Wir haben hier mit den Räumlichkeiten, wir haben eine Infrastruktur geschaffen, wo es sicherlich auch einfacher ist, junge Spieler hier hinzukriegen, die selbst vielleicht überlegen, gehe ich nach Oberhausen oder gehe ich nach Gladbach oder nach Schalke oder nach Duisburg, bevor ich da 18. oder 19. bin in Schalke oder in Duisburg oder in Gladbach, dann versuche ich meinen Weg bei Rot-Weiß Oberhausen. Da haben wir jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren sehr gute Erfolge mitmachen können. Wir haben eine zum Beispiel aktuelle U19, die in der A-Jugend-Bundesliga mitkämpft und versucht natürlich den viertletzten Platz zu erspielen. Da spielen aktuell 7 Jungjahrgänge zum Beispiel drin. 7 Jungjahrgänge, das hat keine andere U19-Bundesliga-Mannschaft. Und alle 7 Jungjahrgänge sind langfristig, mittelfristig an den Verein gebunden. Wir haben da, wenn ich daran denke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das freut mich persönlich, dass es geht, dass es funktioniert, wenn in 1,5 Jahren diese 95er-Jahrgänge rauskommen. Die werden sofort mit Futter Richtung U23 und ich sage auch, wir haben 2-3 Jungs dabei, die gehen direkt nach oben. Wenn ich an diese Sezens denke, wenn ich an Wien denke, wir haben da sicherlich verdammt gute Jungs. Nur die müssen wir natürlich nicht nur bei Laune halten, sondern die müssen wir dementsprechend ausbilden, die müssen wir natürlich fördern und fordern. Dazu zählt natürlich, dass man dann einen hervorragenden Trainerstab hat und meine Empfehlung an den Vorstand war, mit Michael Pomp die U17 zu lassen, mit Gerd Gottsche die U19 zu lassen, mit Thomas Thiel oder mit Czopinski auch die U23 so zu lassen. Das ist alles erfolgt. Die Kameraden haben alle seit Ja-Wort gegeben, sind also auch im nächsten Jahr dann dabei. Und das alles natürlich auch mit dem Cheftrainer, der sich darum kümmert, der ab sofort nachdem er das Amt übernommen hat, gesagt, wir machen hier alles, was im Sinne von Rot-Weiß Oberhausen ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, macht es sicherlich Spaß und Freude. Nur es dauert natürlich immer ein bisschen mehr, wenn man so gewisse Dinge anschieben will. Aber er leitet zum Beispiel auch dieses Fördertraining der U17, U19, U23. Das leitet der Cheftrainer selbst. Der Dirk Langerbein ist permanent unterwegs und arbeitet mit den Torhütern, wo vielleicht der eine oder andere sagt, mir reicht die erste Mannschaft, die U23, nein. Er guckt sich Training an und das geht sogar runter bis zu U13. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es natürlich eine tolle Geschichte, wenn man solche Leute hat, die für einen Club arbeiten, wo es sicherlich nicht selbstverständlich ist. Und der Hajo hatte gerade mal angesprochen, die Jugend abzumelden oder die zweiten Mannschaften abzumelden, die U23 runterzusetzen. Das wäre natürlich ganz ehrlich tödlich gewesen für so einen Verein. Dann brauchen wir auch kein Leistungszentrum, weil da ist ein Minimum an Mannschaften, die du haben musst. Und ich glaube einfach, dass wir es auch beweisen können, dass es geht, mit Nachwuchsleuten weiterzuarbeiten. Mit nur Nachwuchsleuten geht auch nicht. Das ist auch klar. Auch diese Jungs müssen letztendlich so ein bisschen geleitet werden. Und da bin ich auch froh, dass so ein Benny Weigel da ist. Allen voran natürlich Mike Terranova, der die Jungs fördert. Und Mike bleibt auch noch hier im Jahr, wo man ihm jetzt andere Aufgaben mitgeben kann, wo man sieht, dass es da auch weitergeht. Und alles diese Dinge machen natürlich einen froh. Nur eins ist auch klar, dieses ganze Konzept, diese ganze Zukunft kann nur funktionieren, wenn wir mit der ersten Mannschaft sportlichen Erfolg haben, sprich unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Und das ist das Entscheidende, um so ein Projekt weiter nach vorne zu bringen. Machen wir uns nichts vor, wir sind alle hier 3x7. Wenn die erste Mannschaft keinen Erfolg hat, das ist das Aushängeschild, da müssen wir dran arbeiten und da müssen wir eine gute Rückrunde erleben und auch letztendlich spielen, um diese Dinge, und die funktionieren, da bin ich fest von überzeugt und auch die Leute, mit denen man spricht, mit vielen Sponsoren, die auf einmal ihre Bereitschaft erklärt haben, da mitzuhelfen, das ist eine tolle Geschichte, nur wir müssen mit der ersten Mannschaft letztendlich unsere sportlichen Ziele erreichen. Das heißt, wir bleiben in dieser vierten Liga, stabilisieren uns und dann können wir auch in die Zukunft gehen. Und wenn wir aus dieser ganzen Geschichte gestärkt rausgehen, aus dieser Rückrunde, dann ist mir auch sicherlich nicht bange, sondern ganz im Gegenteil, dann haben wir wieder einen Schritt nach vorne getan und dann muss ich sagen, dann drehe ich mich vielleicht auch mal um und sage, was hast du da vor 1,5 Jahren gesagt? Und deswegen bin ich eigentlich froh, mit den Leuten, die hier sind, zu arbeiten, weil ich glaube, dass das tolle Leute sind, die für den Verein ja alles geben. Und die Prügel, die man kriegt oder diese ganze Geschichte, die kannst du nur letztendlich erledigen, wenn du den sportlichen Erfolg hast. Frank, vielen Dank für deine lange Ausführungen. Du hast mir eigentlich jetzt auch schon die Steilvorlage gegeben.
Wir haben jetzt sehr viel über die Jugend gesprochen, aber es ist natürlich die erste Mannschaft, das hast du auch deutlich gemacht, die das Aufhängeschild hat. Und auch da wurden in den letzten Wochen Nägel mit Köpfen gemacht und das nächste Chart. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, wir sind, wie gesagt, die Eingewächse, die haben für mich jetzt erstmal Vorrang mit den Spielern, also Kroll, Hötte, der hat sich das erarbeitet. Wir sind mit Kevin Christowiak im Gespräch, wir haben letztendlich unseren U19-Spieler Hakan Dömnitz letztendlich, der eine gute Entwicklung gemacht hat und auch jetzt die türkischen Einladungen bekommen hat. Alles das sind diese Gespräche, die laufen schon und da werden wir sicherlich auch in den nächsten Tagen und Wochen Meldungen abgeben, wie es da aussieht. Und gut, Peter und Dirk sind sowieso damals gekommen, weil sie gesagt haben, die packen hier mit an und haben hier keine kurzfristige Geschichte unterschrieben, sondern die haben auch Ziele, die haben auch eine Perspektive und deswegen sind die Kameraden sicherlich hier federführend für die nächsten anderthalb Jahre. Mit diesem sportlichen Erfolg wird es natürlich viel, viel einfacher gehen. Die Klasse soll auf jeden Fall sicherlich gehalten werden, die müssen wir halten, alles andere, dann brauchen wir uns gar nicht mehr irgendwo uns Gedanken machen. Wir haben von dem großen Kader, weil wir haben dieses Jahr auch wieder diesen großen Umbruch gehabt in dem Kader und wenn es also so ist, dass, wie wir uns das vorstellen, haben also 20 Mann einen gültigen Kontrakt für 2013-14. Ob diese 20, die einen gültigen Vertrag haben, dann auch noch bleiben, das müssen wir sehen, weil bei dem einen oder anderen ist sicherlich ein Fragezeichen. Bei dem einen oder anderen ist sicherlich auch das Gespräch mit dem Trainer sicherlich erforderlich oder mit mir. Aber wir werden sicherlich dahingehend eine Struktur aufbauen, wo wir vielleicht mit der Kombination U23 und U19, dass da zwei, drei junge Spieler wieder nach oben gehen. Aber ich glaube einfach, dass wir, wenn wir uns verstärken, maximal 4 bis 5 Neuzugänge dazu nehmen und dann wäre schon eigentlich die Kaderplanung abgeschlossen. Peter, du hast jetzt die Mannschaft seit vielen Wochen in deinen Händen und hast jetzt auch in der Wintervorbereitung gut gearbeitet und eigentlich scharren alle mit den Hufen. Jetzt ist das Spiel von Samstagmorgen wieder abgesagt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz mal einen Einblick geben, wie es aktuell aussieht in der ersten Mannschaft. Alle Mann fit und vor allem auch wie die drei Winterzugänge, über die wir gar noch nicht gesprochen haben, sich bisher präsentiert haben und wie die sich integriert haben. Ja, wir sind also sehr zufrieden. Wir haben ja einen Umbruch vorgenommen. Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht bekommen. Ja, wir haben viel trainiert in den vergangenen 7 Wochen, haben versucht, eine Einheit zu formen und wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft funktioniert. Wir freuen uns natürlich jetzt, dass es hoffentlich nächste Woche gegen Viktoria Köln losgeht, dass wir auch ein paar Zuschauer noch hinbekommen. Aber trotzdem ist das keine Garantie, dass wir jetzt so gearbeitet haben. Wir haben die Schlinge ein bisschen enger gezogen, wir haben den Kader verkleinert. Die Leute, die im Moment hinten dran sind, die müssen jetzt sehen, dass sie in den engeren Kreis kommen. Meiner Meinung ist das so funktioniert eine Mannschaft und wie gesagt, ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg und ist natürlich jetzt schade, dass wir jetzt nicht morgen spielen oder dass wir jetzt noch ein bisschen warten müssen. Das nervt so ein bisschen, weil eben wie gesagt, die Spannung ist da, aber wir können es nicht rauslassen und ja, wir haben uns so entschieden für die Formation, die allgemein bekannt ist. Die Leute, die im Moment hin jetzt 12., 13., 14. oder bis 18. machen mächtig Druck. Gefällt mir auch gut. Und ja, wir denken, dass die Mannschaft funktioniert und wir freuen uns jetzt, hoffentlich nächste Woche losgeht. Ist geplant, jetzt am Wochenende wieder irgendwie ein Testspiel zu machen? Ja, wir wollen im Rhythmus bleiben, ist ganz klar. Aber noch ist nichts klar. Wir setzen uns gleich zusammen und versuchen da irgendwo einen Gegner für morgen oder für übermorgen zu kriegen. Vielleicht noch ganz kurz zu den drei Neuzugängen, die Sie sich bisher präsentieren. Ja, Felix Haas, muss man ganz klar sagen, ist ein Volltreffer. Das war ja dieser Wunsch von uns, dass wir endlich eine vernünftige Innenverteidigung bekommen. Und der steht uns sehr gut zu Gesicht im Moment mit Jörn Nowak. Das funktioniert. Ganz wichtig, Benny Weigelt davor. Also im Zentrum stehen wir schon sehr gut. Wir haben jetzt auch, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich gerne einen defensiven Mann vor der Abwehr habe und einen offensiven. Haben wir jetzt mit
Benny Weigel, den defensiven und den offensiven, den haben wir in Patrick Bauder gefunden, der auch, denke ich mal, eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, sehr gute Testspiele absolviert hat. Und ja, wir sind da schon, denke ich mal, gerade im Zentrum jetzt ganz anders aufgestellt, mit einem neuen Mann und mit zwei Alten, die gefehlt haben und die jetzt wieder zurückgekommen sind. Und ja. Ich denke mal, dass Marcel hat da wahrscheinlich auch keine Probleme gehabt, sich da wieder einzufinden. Durchaus positiver Typ für alle, der auch mal, ich sag mal, die jungen Spieler so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Er hat jetzt die Erfahrung gemacht, dass er mal in Wuppertal, mal aus Oberhausen raus war. Und hat dann sicherlich auch gemerkt, dass er hier hingehört und dass er auch, ich meine, so eine Erfahrung sind wichtig. Und ja, er hat sechs Tore geschossen und ich glaube 6 Vorlagen gegeben. Und ich denke mal, das kann er hier weitermachen mit. Okay. Gut, so viel zu den Finanzen und so viel auch zum sportlichen Zukunftskonzept. Ich denke, der Verein hat bewiesen, dass er in den letzten Wochen sehr, sehr hart gearbeitet hat und viele Baustellen schon beschlossen hat, aber einige sind noch da und deshalb brauchen wir auch noch positive Unterstützung. Und etwas, was für einen Verein immer ganz wichtig ist, ist das Thema Heimat. Und seit wir weg sind von der Landwehr, ist da natürlich so ein bisschen ein Vakuum entstanden. Da hatten wir unsere Geschäftsstelle oder haben die noch. Wir hatten auch ein Clubhaus. Das war so ein bisschen das Herz des Vereins. Und das ist so ein Stück weit jetzt leider weggebrochen. Nichtsdestotrotz hat man sich beim Verein eben auch Gedanken gemacht, hat gesagt, okay, wenn das jetzt alles gut läuft und alle eben mit anpacken, dann will man dann auch den Mitgliedern, den Sponsoren, all denen, die den Verein unterstützt haben in den letzten Wochen und Monaten, etwas Gutes tun. Und da kommen wir zu dem neuen Chart, alte Liebe, neue Heimat, zurück zu den Wurzeln. Das Ganze soll einfach auch symbolisieren, dass man sich besonnen hat zu dem, was früher den Verein erfolgreich gemacht hat, Masayo, was Peter und Frank eben auch gesagt haben, Talente hier aus, von der Scholle, links und rechts der A40, aber eben auch hier aus dem Jugendleistungszentrum, das soll das Konzept für die Zukunft sein, aber der Verein braucht auch eine neue Heimat. Und diese neue Heimat soll hier sein, hier. Und sinnigerweise haben wir dann einfach gesagt, um das Emotionale so ein Stück weit mitzunehmen von der Landwehr hierher, wird diese Geschäftsstelle und dieses Clubhaus, was hier, oder Vereinsheim, was hier entstehen soll, auch einen bestimmten Namen haben, Mario? Ja, wir sind zur Landwehr. Wir werden es auch so nennen. Wir werden das Ganze, sollten wir diese 200.000 Euro zusammen und so weiter. Dann werden wir zum Sommer hin die Geschäftsstelle hier zur Lindnerstraße verlegen. Wir müssen drüben eh raus, weil Bebauung wird irgendwann kommen im Laufe des Jahres an der Landwehr. Und wir haben ein Riesenproblem. Wir sind im Augenblick ein Verein, der mehr damit zu tun hat, hin und her zu fahren, als irgendwo festzusitzen. Hinzu kommt auch, und das muss man auch so sehen, dass wir bei den vielen Kids, die wir hier rumlaufen haben, also mit den ganzen Jugendabteilungen, im Prinzip was brauchen, wo die Eltern, Mütter, Väter sich aufhalten können. Das Gleiche haben unsere altgedienten Mitglieder, also Ältesten und Ehren und so weiter, die auch sagen, wir brauchen wieder eine Heimat. Die würden wir gern bauen, die würden wir gern nach hier bauen, die würden wir hier gerne für die nächsten 50 Jahre hinstellen. Bebauungsplan liegt vor, wir haben eine Baugenehmigung, das haben wir alles. Das Einzige, was wir im Augenblick nicht haben, ist die nötige Kohle, um das hier hinzustellen. Auch das ist finanzierbar, aber erst muss das Loch weg, erst muss gesichert sein die nächste Saison und dann machen wir. Also wir machen keine neuen Baustellen auf, wenn ich das richtig verstehe, sondern erstmal die alten Dinge abarbeiten und wenn diese Baustellen dann geschlossen sind, dann kümmert man sich um das. Aber das ist natürlich auch eine Vision und ein
ein schönes Ziel, was man haben kann. Sie sehen hier einige Ansichten. Vielleicht kannst du gerade mal durchklicken, damit Sie das auch so zur Orientierung. Sie sehen hier das graue Gebäude unten. Das ist das Gebäude, wo wir jetzt gerade hier drin sitzen. Und zwischen diesem Gebäude und dem ersten Rasenplatz soll eben diese neue Geschäftsstelle und auch eine Gastronomie entstehen. Diese Gastronomie wird dann auch am Wochenende? Ja, eine kleine Gastronomie, also im Prinzip eine Vereinskneipe. Weil mehr dürfen wir auch nicht. Wir sind hier nämlich im gastronomiefreien Land sozusagen. Hier gibt es keine Gastronomie, sagt die Bebauung. Vereinsgaststätte geht aber. So, das werden wir hinsetzen und gleichzeitig käme da auch noch unser VIP-Raum mit rein. Deswegen ist das so massig und groß geworden, weil wir mit dem Zelt im Sommer drüben vom Gelände weg müssen. Dann, damit auch kein Sponsorenzelt mehr haben. Das wird alles. Ne? Und deswegen muss es eigentlich her. Wir sind eigentlich gezwungen zum Erfolg. Wir müssen die Kohle zusammenkriegen, damit wir das hinstellen können, damit das Ganze dann auch in Zukunft besser funktioniert. Das ist einfach so. Andere Chance haben wir nicht. Und wenn man auf der Landwehr war in den letzten 4-6 Wochen, da ist jetzt schon, also ist schon. Es brennen noch keine Öltonnen, aber, es ist skelettierte Mäuse. Es wird schon echt Bronx da unten jetzt. So, jetzt vielleicht nochmal zu diesem Gebäude, zu der Geschäftsstelle und dem Vereinsheim. Da haben wir natürlich auch einen Mann, der im Bau solcher Objekte sehr, sehr erfahren ist. Herbert Jöring, der eben Geschäftsführer von RSL Container ist. Herbert, vielleicht kannst du ganz kurz dazu auch was sagen, wie die Bauweise ist, damit die Herren von der Presse das auch einordnen können. Ja, schönen guten Tag. Jetzt komme ich auch mal gerade zu Wort. Ja, wir haben vor, diese Geschäftsstelle, die wir schon eigentlich lange geplant hatten, dann jetzt wohl auch zu realisieren. Ich gehe mal davon aus, nach dem Aufruf heute, dass wir doch den einen oder anderen oder auch viele finden, die uns dabei helfen, die fehlende Liquidation von 200.000 Euro zu stemmen. Wenn wir das alles geschafft haben, werden wir dann zur neuen Saison diese Geschäftsstelle stehen haben. Das ist eine Raumzellenbauweise. Ich habe da schon einige oder viele Sachen von gebaut. In ähnlicher Form. Man kann von innen und außen wird es genauso aussehen wie die Gebäude, wo wir jetzt uns gerade drin befinden. Das wird man also nicht anders feststellen. Wir werden da eine Bauzeit haben, vielleicht von circa 6 Wochen und dann ist das Gebäude so fertig. Im Untergeschoss befindet sich dann der komplette VIP-Raum mit Toiletten, der zum Teil, also wenn die Jugend trainiert, die Eltern da sind, nur den vorderen kleinen Bereich hier unten rechts, wo die ersten zwei Fenster sind. Das wird dann abgeteilt mit Ballfangnetz, dass nicht der ganze Raum genutzt wird, aber da können sich dann die Mütter und Väter aufhalten, was trinken, vielleicht auch das Spiel so ein bisschen der Jugendlichen gucken. Ansonsten wird dann an den Spieltagen die gesamte Größe auf sein, wo dann unsere VIP-Räume sind. Vom hinteren Bereich, wo man das Kleber sieht, von der Seite geht es dann hoch oben in die Geschäftsräume, die dann genutzt werden von unseren Mitarbeitern und von unserem vom Frank Contny. Und dann haben wir die Möglichkeit, das ist dann der zweite Step, wenn dann wieder Geld da ist oder wir Sponsoren haben, die sagen, Mensch, wir machen das oben auch soweit fertig, dann kommt noch eine Außentreppe dran und dann haben wir oben ungefähr 240 Quadratmeter, die wir da zur Verfügung haben, um dort auch Spiele der U23 oder der Jugend zu beobachten in der Höhe von 5 Meter über Spielfläche, das ist schon eine ganz tolle Sache, was dann sicherlich auch Spaß macht für die Leute, die dann hoffentlich mal öfter mal so ein U19, U17 oder U23 Spiel sieht. Bisher sind ja immer nur 30, 40 Leute da und es macht ja eigentlich Spaß, sich mal diese Mannschaften anzugucken und von da oben dann vielleicht auch doppelt so viel. Ja, wenn alles gut geht, wir die Saison gestemmt kriegen, dann ist spätestens Ende Juni, Anfang Juli könnte man da oder zum unser Eröffnungsfest zur neuen Saison dort wunderbar feiern. Das ist doch ein Wort, das ist eine schöne Vision und die kann Realität werden. Und ich glaube,
oder ich hoffe zumindest, dass wir heute mit der Pressekonferenz klar machen konnten, dass der Verein nicht am Ende ist, sondern dass in den letzten Wochen gut gearbeitet worden ist. Und deshalb will ich Hartmut bitten, auch nochmal kurz zusammenzufassen, bevor wir dann überleiten zur Trikotaktion. Gut, ich sage nochmal kurz ein letztes Wort dazu. Wir haben es also, ich realisiere das so, dass was wir jetzt fürs Zelt ausgeben und für unsere Geschäftsstelle an der Landwehr, das neue Gebäude in den Kosten niedriger ist, wie wir jetzt die Kosten haben für diese beiden Sachen. Also auf jeden Fall auch wieder Einsparungen und das sind eigentlich so, ist die Maxime für die Zukunft auch. Nur das Geld auszugeben, was man wirklich auch hat. Hartmut. Genau, etwas seriöser vielleicht wie andere Vereine. So kann man es vielleicht auch überschreiben. Fakt ist aber in der Zusammenfassung, Liquiditätsloch von 200.000 Euro für die laufende Saison. Die müssten wir vorrangig schließen. Zielsetzung für die Zukunft heißt klipp und klar, in dem Falle fange ich bei der Jugend an. Das, was wir 8 Jahre lang erfolgreich aufgebaut haben, da wollen wir jetzt in naher Zukunft die Früchte ernten. Insofern werden wir im Jugendbereich unsere Einsparungen nicht vornehmen, nicht wesentlich vornehmen, sondern ganz im Gegenteil weiterfahren. Was die erste Mannschaft anbelangt, Herr Konni und Herr Kunkel haben es auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt 2 Jahre lang uns die Höchststrafe eingefangen. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal wieder auf die Sonnenseite kommen. Sprich, ganz klar, oberstes Ziel für die laufende Saison, sauberer Klassenerhalt. Ohne Zittern, sauberer Klassenerhalt. Dann mit Hilfe der finanziellen Unterstützung eine Mannschaft formen, im Wesentlichen aus den Leuten, die wir heute haben, vielleicht dann um 1, 2 gezielte Verstärkung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, um dann wirklich im oberen Mittelfeld in der nächsten Saison zu spielen. Und wir wollen, wir haben ja gesagt, wir haben das Konzept bis 2015 und wir wollen in der Saison darauf oben angreifen. Oben angreifen, denn mittelfristig ein Verein wie Rot-Weiß Oberhausen bei der Finanzstruktur, die wir haben, in der 4. Liga kann nicht sein. Kann nicht sein, wird nicht gut gehen. Das heißt mittelfristig klar Aufstieg. 3. Liga. Ja, das zu der Zielsetzung. Was wir nicht machen werden, ist, wir werden nicht mehr den Fehler begehen, von irgendwelchen süddeutschen oder norddeutschen Vereinen Spieler wahllos dazuzunehmen. Da haben wir jetzt unsere Erfahrung gemacht. Die waren nicht gut. Insofern im Wesentlichen nicht gut. Von der Einzelentscheidung lasse ich mal außen vor. Wir sollten wieder genau zu dem zurückkehren, was wir damals auch gesagt haben. Wir wollen hier aus der Jugend unseren Fundus schöpfen. Wir wollen aus der Nachbarschaft die Leute holen, die sich dem Ruhrgebiet einfach ein Stück weit auch am Herzen liegt, die sich hier wohlfühlen. Das wird genau wieder das sein, worauf wir uns besinnen werden. Ja, wie geht's weiter? Sie haben gerade gesehen, die sportliche Leitung, sprich unser Cheftrainer, unser Co-Trainer, stehen für die neue Saison an Bord, damit da gar keine Spekulationen auftreten. Am liebsten hätte ich heute schon gesagt, und Herr Konni bleibt auch. Dieses Gespräch habe ich mit Herrn Konni auch geführt. Er hat mir gesagt, Herr Gieske, jetzt möchte ich selber erst mal sehen, wie die ersten Spiele verlaufen, und dann führen wir das Gespräch. Nur damit das auch ganz klar ist, wir werden dieses Gespräch von uns aus dann auch zeitnah suchen, denn wir wollen mit Herrn Konni weitermachen, damit das ganz klar ist. Denn die Arbeit, die er da in den letzten Jahren geleistet hat, ist aller Ehren wert. Den Nackenschlag, den wir uns in Bezug auf erste Mannschaft eingefangen haben, den haben wir uns gemeinsam eingefangen. Denn die Entscheidung haben wir auch gemeinsam getroffen. Und insofern möchten wir mit Herrn Konni, mit der sportlichen kompletten Leitung, Kontinuität für die kommende Saison auch haben, damit wir genau das, was wir Ihnen jetzt erzählt haben, nämlich mit den Verantwortlichen auch umsetzen können. So, dann müssen wir sicherlich ein Stück weit auch was sagen zum Vorstand. Und das sage ich an dieser Stelle auch. Ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, die dann auch noch persönlich Geld in den Verein reinstecken, damit der überhaupt am Leben erhalten werden kann, finde ich schon mehr als bemerkenswert. Insofern bin ich dankbar, weil auch das ist nicht selbstverständlich, dass der Vorstand sagt, wir haben uns das jetzt eingebockt. Wir haben jetzt eine Bestandsaufnahme gemacht, wir haben jetzt uns die Karten gelegt für die Zukunft. Das kann nicht sein, dass wir uns jetzt vom Acker machen. Nein, sondern das setzen wir jetzt auch gemeinsam um. Insofern, der Vorstand, der jetzt hier anwesende Vorstand, hat sich klar committed, sofern wir die Lücke von 200.000 schließen, das ist für alles die Basis, dann werden wir auch in der neuen Saison weitermachen. Wenn
wenn wir auf der Mitgliederversammlung... Ich war noch nicht fertig, ja, lieber Hajo. Ich war noch nicht fertig. Da der nächste Meilenstein ist die Mitgliederversammlung. Die wird Anfang Juni? Anfang Juni? Nee, 28. Mai? Scheiße. Nicht. Oder 27. Mai, glaube ich. Also Ende Mai, Anfang Juni, genauen Termin geben wir noch bekannt, wird die vollzogen werden. Auf dieser Mitgliederversammlung muss der komplette Aufsichtsrat, nicht nur der, sondern auch Wahlausschuss, muss neu gewählt werden. Auch dafür müssen wir ja eine Mannschaft haben. Insofern habe ich dem Vorstand gesagt, ich werde auch wieder zur Verfügung stehen, denn auch ich habe das eingebrockt und auch ich möchte jetzt daran partizipieren, dass wir wieder sonnige Zeiten hier in Oberhausen fußballmäßig bei RWO erleben. Übrigens für die meisten meiner Aufsichtsratskollegen gilt das auch. Das heißt, wir werden mit diesem Team, mit kleinen Veränderungen, aber im Wesentlichen mit diesem Team wieder antreten. Und dann werden wir mal gucken, was die Mitgliederversammlung davon hält. Sollten wir gewählt werden, gehe ich davon aus, Vorstand und das Gros des Teams des Aufsichtsrates werden die Geschicke des Vereins weiterführen. Ist übrigens am 27. Mai, 27. 19 Mai, Uhr im Überbad. So, und ich glaube, dann haben wir Feuer frei. Ja, jetzt kommen wir zum Ausblick und ja, zu der Art und Weise, wie wir das finanzielle Loch schließen wollen. Sie wissen ja, dass wir zu Beginn der aktuellen Saison eine Trikotaktion gemacht haben. Einer für alle für einen, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Das war die erfolgreichste Trikotverlosungsaktion im deutschen Fußball. Viele haben das jetzt im Nachgang versucht haben das auch gemacht, aber auf jeden Fall nicht so erfolgreich wie wir. Uns ist natürlich auch klar, dass man sowas nicht alle paar Wochen neu wiederholen kann. Wir hatten auch schon eigentlich geplant, im Dezember damit zu starten, aber wir haben auch gesagt, viele Baustellen, viele Fragen sind noch offen und jetzt sind diese Fragen aber alle geklärt und jetzt sind wir eben auch startklar, um diese neue Trikotaktion loszutreten. Und da ja jetzt im Prinzip für diese Saison Herr Staudinger mit der Württembergischen Versicherung auf dem Trikot ist, gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit. Aber dankenswerterweise, und das wollen wir auch nochmal sehr, sehr betonen jetzt an dieser Stelle, hat Herr Staudinger von sich aus, ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, Leute, ich weiß, dass noch ein bisschen Geld fehlt, ich wäre bereit, ich habe jetzt ein halbes Jahr Spaß gehabt an dieser Aktion, ich habe die Werbung gehabt, ich wäre bereit, für die Rückrunde den Platz frei zu machen. Das macht er und wir starten am Montag mit dieser neuen Aktion und damit da auch wieder ein bisschen Spannung dabei ist, machen wir das wie folgt. Das heißt, wir haben eine Aktion, die zweigeteilt ist und zwar machen wir die Phase 1 vom 18. Februar bis zum 8. März und da verlosen wir das Trikot für die restlichen Spiele. Wir werden vor dem Spiel gegen Duisburg die Trikotbrust verlosen. Das ist am 11. Moment, Marc, hilf mir mal kurz. Am 8. März, genau, 11. März. Und im Spiel gegen Fortuna Köln wird dann der neue Trikotsponsor auf dem Trikot prangen. So, damit die Leute, die aber jetzt sagen, okay, ich tue da noch was, auch Spaß haben in der nächsten Saison, ist es so, dass jedes Los, was jetzt gekauft wird, automatisch auch an der Trikotverlosungsaktion für die neue Saison teilnimmt. Ja, vielleicht machst du einfach mal weiter. Genau. Die erste Phase startet am 8. März und der Gewinner bekommt eben dann wieder die Trikotbrust, hat aber auch noch die Chance, mit seinem Los für die neue Saison zu gewinnen. Das heißt, nach dem 8. März starten wir sofort die zweite Aktion. Die ist dann offen bis Ende Juli, bis zum 12. Juli. Und damals hatten wir 4 Wochen Zeit und jetzt haben wir dann von 8. März bis zum 12. Juli 3-4 Monate Zeit und hoffen natürlich, dass die Mannschaft fleißig Werbung für diese Aktion macht, dass die Mannschaft Spaß macht, dass sie möglichst viele Siege einfahren wird. Und es wird dann eben auch wieder verschiedene
Preise geben, die zu gewinnen sind. Es ist nicht nur die Trikotpost, das steht aber alles auch in der Pressemeldung drin. Ich denke mal, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir das alles da hier bis ins Kleinste zerkauen. 1.000 Euro kostet das Los wieder, das ist also genau gleich wie vorher auch. Und ich denke, das ist eine schöne Aktion. Besonders spannend finde ich eben auch, dass wir die Trikotaktion so machen, dass jeder, der jetzt bis Mitte März ein Los kauft, automatisch auch in der Lostrommel ist für die neue Saison. Ja, das ist im Kurzen und Ganzen so umschrieben, wie die Aktion laufen wird. Wir werden natürlich alle Unternehmen am Montag anschreiben, die bei der letzten Aktion dabei waren. Wir hoffen natürlich auch, dass wie beim letzten Mal auch, ganz viele Fans auch initiativ werden, im Bekanntenkreis rumfragen, dann kleine Lose verkaufen, um das 1.000-Euro-Paket dann sich leisten zu können. Das war ganz toll, dass es auf so eine breite Basis das letzte Mal gefallen ist. Und das hoffen wir auch wieder. Und ich denke mal, mit dieser Geschichte zur Landwehr hier am neuen Jugendleistungszentrum ist dann auch so eine emotionale Komponente mit dabei, wo wir hoffentlich auch bei den Fans auf eine breite Zustimmung stoßen. Ja, gleichzeitig ist auch jeder willkommen, der ein Darlehen gibt, wenn es über 2 bis 3 Jahre geht. Auch das, wir verzinsen es auch, so ist es jetzt nicht, also man muss es nicht schenken. Wir verzinsen sogar ein bisschen besser als die Sparkasse, damit auch ein Anreiz da ist, das wäre auch gut. Und ansonsten gilt da der alte Satz, wir nehmen auch jede 2-Euro-Spende auf dem Jugendkonto, weil alles, was wir vom Hauptverein nicht der Jugend zuführen müssen, hilft uns auch weiter. So. Ja, ich denke mal, das waren jetzt viele, viele Informationen und Sie haben sicherlich noch die eine oder andere Frage an den einen oder anderen der Herren, die hier am Podium sitzen. Deshalb Feuer frei.